Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Grimdawn. Wir sind jetzt immer noch im Prison Dungeon, also in den Prison Dungeons, unter dem Prison von Devil's Crossing und wir bekämpfen hier immer noch die untote Plage. Und ich bin auch immer noch dabei, wie man es schon sieht. Ja, wie immer halt, also. Ja, aber Ja, das die war ist echt eigentlich ein so vor, bisschen so mitten unangenehm. im Epilog einfach mal so ein Part ohne den anderen zu machen, also. Also er Du wahrscheinlich meinst schon, weil er mich nicht einfach so hasst. Varo-mäßig, einfach Hardcore, wir sterben und ups, dann, tja, dann ist man raus. Hätte ich eine Food Wobei das Ration. ziemlich cool wäre. Oh, ein cooler Code. Brauchst du noch einen 20er? Alter! Was? Was ist das denn? Was denn? Okay, das ist ein Two-Handed, aber 13 bis 83 Schaden. Ein Stab, glaube ich. Nutz den mal. Oder kann ich keine Two-Handed-Sachen benutzen? Weiß ich nicht, eigentlich schon. Aber du hast von mir keine Hände, also. Ah, okay. Ich kann ihn benutzen, weil ich nicht genug Physik habe. Aber ich habe genug. Ja, willst du ihn haben? Weiß ich nicht, zeig mal her. Ist very slow. Padded Breaches. Nein, das Scrap Metal Maul wäre das. Den kann ich benutzen. Da mache ich sogar mehr Schaden pro Sekunde mit. Ach, das sind auch Two-Handed-Schwert, okay. Two-Handed? Nee, One-Handed. Ja, Boah, so, den würde ich lieber benutzen, aber der hat Physik auch wieder höher. Noch ein Schwert oder was? Eine Alter, dein Schwert sieht Keule. geil aus, was du jetzt hast. Das ist nice, ne? Ja, Ich ist habe auch das noch ein ein Belt Zweihänder? mit. Was? Ist das ein Ein- oder ein Zweihänder? Ein Zwei-Hände leider. Okay. Aber mit 35 Schaden. Mit bis zu 35 Schaden. Das kann weg, mein Schild kommt dahin. Der kann weg. Den weiß ich noch nicht, der Welt kann weg. Zum Glück, wenn, Das also, da. wenn ich, also, ich habe ja so beim dritten Mal kritisch immer, dann mache ich einfach 200 Schaden mit der Waffe jetzt. Was haben wir da Schönes gefunden? Alles. Oh, Handschuhe. 37er One-Handed auch nice, aber Nehmen wir minus auch mit. 4 Damage per Second. Reinforced Grease. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit, aber da muss ich noch einmal leveln, damit ich ihn benutzen kann. Plus 12% Armor Piercing. Alter, meine Waffe hat jetzt auch plus 18% Armor Piercing. Wo ist denn der? Oh, du bist bei mir komplett woanders auf einmal. Du hast dich weggeportet. Hier ist nochmal so ein Untouched-Schmied, da könnte man sich auch nochmal aufladen, was du natürlich direkt machst. Ja, und hier unten geht es dann um die nächste. Bist du gerade da durchgegangen? Weil ich dachte gerade, du bist irgendwie so ein Portal gegangen. Also ich habe mich Ja, ich gerade. bin versehentlich da durchgegangen. Wo bist du Ich jetzt? wusste nicht, was es ist. Ich bin wieder Achso. zurückgegangen gewesen. Gegangen gewesen. Das Gute ist an meiner Klasse, dass ich kann entweder mit einem Schild mein Stun machen oder mit einem Zweihänder. Also mit einem Zweihänder geht das auch und das ist ziemlich geil. Okay, die Waffe greift relativ schnell an. Also gefällt mir bisher ganz gut. Macht auch gut Schaden. Aber ich werde auf jeden Fall wieder auf One-Handed gehen, weil ich Two-Handed eigentlich nicht mag. Kannst du ja mit zwei Einhänder kämpfen dann. Ja, oder ich gehe halt auch noch auf ein Schild. Aber ich denke mal, ich gehe auf zwei Einhänder. Das kann ich ja auch machen, das hatte ich ganz vergessen. Ich Na, mach dafür muss so. ich Ich erstmal. wollte vielleicht sogar bald mal ein Skyrim-Let's Play starten. Aber mit Grafikmods und den ganzen Scheiß, die ich mir installiert habe. Jetzt habe ich nur das gleiche Teil gefunden, was du hast. Nur halt noch mit Blutungsschaden. Alter, die Leggings sind auch richtig krass, 30 Armor. Tarnished Sawblade brauche ich nicht. So. Ich glaube, hier müssen wir eigentlich gar nicht hin, oder? Keine Ahnung, Mann. Oh, du lässt ganz viel Iron. Okay, du lässt erstmal ganz viel Geld liegen. Ja, das Geld sehe ich. Also, ich sehe das zum Beispiel nicht. Also, ich glaube, das Instant Loot ist so, dass manches Loot kannst nur du sehen und manches nur ich oder so. Also, so wie bei Diablo auch. Bei Diablo war es ja so, dass alles Loot getrennt war. Ich hätte noch nie Diablo gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch nur das Let's Play geguckt, aber. Ich hätte auch Bock, irgendwie mal Diablo 1 oder so zu Let's Playen oder Was zum so. Teufel? Was? Weil ich die Waffe gewechselt habe, sind meine Dingens weg. Eine was? Ja, meine Skills. Sicher, dass du nicht nach Z gedrückt hast aus Versehen? Ja.
Ich habe danach nämlich nochmal Z gedrückt, um zu gucken, ob ich nicht Z gedrückt habe. Und nein, habe ich nicht. Okay. Aber auch nur die auf rechts und links, die auf Ja, normale das war schon Waffen immer so, drauf dass waren. wenn man die Waffe gewechselt hat, dann. Boah, das ist ja richtig nervig. Da muss ich jedes Mal wieder einstellen. Nein, ich glaube, du musst es immer nur einmal einstellen, also für beide. Okay. Also hast du jetzt deine Waffe von. Hast du jetzt W gedrückt, um die Waffen zu wechseln oder wie? Weil. Nein. Warum drückst du dann nicht W einfach? Weil dann kannst du dich für beide Slots festlegen. Du könntest jetzt zum Beispiel auf W drücken und halt deinen Zweihänder da aussehen auf dem Ja, warte, ersten. mache ich kurz. So wie halt bei Titan Quest. Hast du Ja, Titan hatte Quest ich bei komplett Titan Quest B vergessen? gemacht? Ich glaube, ich werde gerade angegriffen. Ja. Headshot Legends. Oh, die sind besser, aber dann komme ich ein bisschen weniger. Das ist aber egal. Denn Rüstung ist momentan wichtiger, weil. Ja. Wie viel Leben hast du? 334. Oh. 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 Wie viel hast du? 665. Alter. Das ist viel Leben. Wie überlebst du den ganzen Scheiß eigentlich? Wenig Schaden. Ich habe jetzt nämlich schon so viel Schaden, dass du gestorben wärst. Nee, ich bin voll. Gott, jetzt habe ich Ohrenschmerzen. Also ich stun die ganze Zeit ja auch. Also ich stun eigentlich durchgehend. Wenn du das nächste Mal eine Food Ration oder so findest, kannst du mir Bescheid. Obwohl, ne, ich level gleich sowieso. Das ist ja auch wieder aufgeladen. Ich bin jetzt gelevelt, dann skill ich jetzt nochmal. Hier was rein. Hier was rein. Und da was rein. Der will's einfach. Oh, hier oben ist ein Bossgegner. Oh, und er hat mich gefokust, okay. Ich war zwar noch nicht mal oben, aber er hat mich gefokust. Oh, der war ziemlich schwer. Ja, neben ihm Platz. Den habe ich einfach die ganze Zeit mit meinen Stun-Jackets gestunt und bin dann immer abgehauen. Also ich habe immer mein ganzes Gisse reingehauen. Also der ist wirklich ein bisschen stark. Also ich glaube, den sollten wir noch nicht machen, weil das will er. Obwohl, den könnten wir schaffen sogar. Ja, fast tot. Oh, ich bin tot. Ich noch nicht. So, und man kann ihn nicht stunnen. Machst du mir ein Portal auf? Steht, glaube ich, ja. Okay, die sind ein bisschen schwierig auf der Karte zu erkennen. Man kann ihn sekundenlang stunnen. Er hat mich und ich habe ein bisschen mehr Leben, also. Mach was. Ich. Oh fuck, oh fuck. Er ist gleich tot. Tot. Ich kann gar keinen Halt reinnehmen. Gut, dass ich nicht looten kann. 24 Smart Cold Devil. Ich kann nichts looten. Wieso? Keine Ahnung. Da liegt bei mir auch nichts. Ja, bei mir liegt dann ziemlich viel. Was denn? Geld, Copperband, Unica of Fox. Ziemlich viel halt. Okay. Was hast du für Hosen? Hosen habe ich 30er. Okay, gut. Schuhe? Schuhe habe ich 12er mit Health und Movement Speed. Willst du 18er ohne irgendwas? Ne, ich habe 36er. 36er ja. Schuhe. Ja, die habe ich gerade. Ich habe gerade noch meine Handschuhe angelegt, dadurch habe ich noch ein bisschen mehr Physik bekommen, das konnte ich nicht anlegen. Da hat mir noch 2 gefehlt oder so. Okay, dann haben wir das auch. Was? Ich kann die Waffen immer noch nicht benutzen? Oh, ist ein Grave. Fuck, Alter, dafür muss ich nur zweimal Physik skillen. Also. Was willst du benutzen? Zwei Einhänder. Schlechter Helm. Also das Ausrüsten wird bei mir zumindest immer ziemlich lange dauern. Ich habe jetzt einen anderen Belt. Merke ich schon. Ich habe hier nur einmal geschlachtet, was ich hier gefunden habe. Hier ist noch dein Grab. Ach, Gräber gibt's auch wieder, okay. Ja. Inventar. Ich
Guck mal kurz, wie lange wir noch haben. Wir sind bei 10 Minuten. Okay. Sogar direkt 10 Minuten genau gewesen. Oh, mein Inventar ist voll. Collect four Ether Crystals for. Das haben wir sogar schon. Da liegt noch was, kannst du es aufheben? Was denn? Close Cap, Leather Pants, Patchwork Leggings oder Scrap Metal Bolt Action Rifle? Okay, liegt noch ziemlich viel. Ja, was soll ich davon aufsammeln? Oder was Mir doch meinst du? egal. Ich dachte, da liegt weniger. Bei mir liegt da nämlich weniger. Das kann ich auch nicht mehr tragen. Boah, es ist unglaublich nervig. Ich port schon mal wieder zurück nach Devil's Crossing. Ja. Haben wir jetzt hier fertig oder müssen wir noch Ja, irgendwas machen? also ich habe da gerade oben noch alles getötet. Du kannst da vielleicht noch Okay. durchgucken, falls hier Gehen irgendwas wir nochmal fehlt. kurz erkunden. Dann port ich auch zurück. Nee, mal sind wir schon. So. Unter dem Knast hatten wir auch alles, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Dürfte. Gut, dann gehe ich jetzt mal kurz verkaufen. Nein, ich habe meine Waffe verkauft. Fuck. So, Return to Barnabas. Also für Barnabas mussten wir gerade nach unten da gehen, um. Ich glaube, wir mussten das Vieh sogar töten. Also mit Okay. den Quests, also steige ich auch nicht so komplett durch. Ich gebe jetzt nochmal Kasparov das ab hier. Kasparov. Viel stronger. Wir haben einen Skillpunkt bekommen durch die Quest. 20, 37, 34. Wir haben einen Skillpunkt gekriegt. Ja. Fällt mir noch immer. Ach Dann scheiße, Skill. brauchst du einen 20er Helm? Nee. Was? Ach scheiße, Spirit. Ich hatte eine Magikerrobe gefunden. 25 plus 11 Cunning plus 10 Sprite. Defense Ability und Energy Also Devil's Regeneration. Crossing ist gegen uns gegenüber schon mal tolerated, also die mögen uns hier schon mehr. Ich glaube, da kriegen wir auch, sind doch die Händler billiger. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Factions hier ist, also. Ich bin Oh, auch wir nicht haben jetzt auch komplett. zwei Inventare. Oh, ja, stimmt. Ich gar nicht bemerkt. Ja, ich auch nicht. Gut, ja, except. So, wo bist du? Wo müssen wir hin? Achso, du bist auch hier. Oh, ich Ja. sollte mir vielleicht mal ein paar Energietränke kaufen. Okay, wir können jetzt noch Bourbon. Energietränke Kosten die kaufe ich mir. Ich habe 175? hab mir bei meinem Level 28er Charakter nie einen Energietrank gekauft und ich habe die auch so gut wie nie benutzt, außer in ein paar Endfights, als ich. Heiltrank meine ich. Ja, also. Jetzt müssen wir hier mit dem reden. Das ist unsere Hauptquest. Der ist cool. Der hat Weinregale. Accept. Wo sieht man, Obligate wie die uns Beverage. finden? Alrighty. Was? Wo sieht man, wie die Leute uns finden? Unter Factions unter dem C-Menü. Okay. Ah, Devil's Crossing, tolerant. Tolerated. Ja. So, dann müssen wir jetzt, gucken wir mal auf die World Map, da. Ich glaube, man sieht die Quest gar nicht. Naja, aber wir können trotzdem schon mal nach Burial Hill porten, weil da müssen wir den ganzen Weg dann nochmal hinlaufen. Naja, wo ist Brühl, hm? Das zweite Portal. Das ist aber lauer Crossing Rift. Ja, dann geh halt dahin. Haben wir hier schon? Ja. Ja. Okay. Folgt ihr einfach mal. Rotten Soldiers, die müssen wir halt in irgendeiner Innie oder so töten. Find Burridge Estates, das ist. Burridge Estates ist, glaube ich, das letzte, was wir hier bekommen. Ja. Das ist ganz oben, das ist eine spätere Quest. Secure the Portal in Birch Village. Da müssen wir nach hier etwa, glaube ich. Also, es geht auch noch ein bisschen. Das nächste wäre dann Sister's Gift. Oh, warte mal. Diese ganzen anderen Sachen. Hä? Guck grad nach, was diese ganzen anderen Sachen machen. Der Unterskill von Quickjacks. Okay. Minus Radius, was? Kannst du es nicht nach der Aufnahme machen oder so, weil. Bin am Skill. Ja. Weil. Okay, bin fertig. Ich wollte eigentlich nicht so die ganze Aufnahme dafür verschwenden, so zu warten, dass du skillst oder so. Weil ich würde sagen, wir gucken dann immer so
in etwa, was wir skillen werden, damit wir nicht mal so lang brauchen, weil ich glaube, es ist auch nicht so spannend, dazu zu gucken, oder? Nee, nicht wirklich. Was, 111 Schaden? Nur? Wie viel? 199, 115, 300. Nee, du lässt ja auch die ganze Zeit deinen Crit anzeigen. Ja, also der zeigt nur den Crit-Multiplier an, also wie viel Schaden das von meinem normalen ist. Inzwischen ja auch so eine riesige Waffe. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ja. Und ich mache ja auch immer noch so, ich critte ja auch noch mit jedem dritten Schlag. So, hier waren wir glaube ich schon, ja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier ein Stückchen hoch. Die Rift Towns gibt es auch noch als sowas, kannst du dir als Okkultistin noch später beschwören, und ich hätte auch noch irgendein Item, was das macht. Okay. Also da kriegt man so zeitweise so ein Hundi, oder halt bei meinem Beschwörer hat man halt darauf so ein Hundi gehabt. Ja. Ich weiß nicht, lohnen sich die Viecher dieses Mal denn? Nicht so wie ins Titan Quest. Ich weiß nicht, also die machen eigentlich schon ganz gut Schaden und pullen auch manchmal Akku, aber es ist nicht so sagen, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass man die unbedingt braucht, also. Der Okkultist hat auch ein 4 oder dass du Gegner mehr Schaden hast, also der Okkultist ist eigentlich eine geile Klasse. Und Food Ration. Ja, die können wir beide aufsammeln anscheinend. Ja. Aber die eine Food Ration, die du aufsammelt hast, konnte ich nicht aufsammeln. Okay. Hier links ist noch eine Höhle, wo wir rein könnten. Das ist gerade irgendwie meine Schockwelle. Hast du einen Transmuter hießen die, stimmt. Hast du den geskillt? Weil du hast, glaube ich, mehr Stunjacks geworfen. Nein, oh. Sind drei. Achso, sah nur so aus. Hier die Höhle, wollen wir da reingehen? Transmuter wollte ich überlegen, ob ich die skille, und hab dann aber erstmal gewartet, weil du meinst, hier, komm weiter jetzt. Ja, ist auch besser. Machst du 60, 70 Schaden durchschnittlich? Ich mach so 100 durchschnittlich bei denen jetzt. Ja, dafür greifst du halt auch langsamer an als ich. Ja. Oh fuck. Und schon seid verwirrt. Ich bin gelevelt. Das hat mir gerade mein Leben gerettet, ein bisschen. Na, hier ist der Bossgegner von denen. Ja, der kann mich gerade mal im Arsch lecken, Alter. Ich bin bei 179 Leben, ich krieg gerade Schaden. Ich bin vergiftet, warte mal. Ja, das stimmt, das war das Gift hier. Also, das hier ist so eine vergiftete Höhle, und da darfst du halt nicht in diesem Nebel stehen, weil der Nebel macht Dauerschaden. Willst du wissen, ich hab übrigens den Typen in der Backe. Ja, pull ihm auf die Insel hier rauf, weil du stehst gerade in so einer Pisse drin. Glaube ich. Hier auf diese Insel rauf, da ist das nicht. Okay, will nicht. Und hier kann man ihn aber auch gut treffen. Was gab's da gerade? Oh, richtig geiler Helm, Alter. Aber halt kann ich nicht benutzen. Wo soll ich immer? Dann nochmal schnell skillen. Das Ding ist schlechter als meins. Alter. Magic One-Handed, 39 Schaden, 128 Physik. Hab ich. Nicht. 144 Physik schon. So, das hier war aber nur so eine kleine Höhle, also hier war keine Quest drin, und ja. Gut, der Helm braucht rund 112, ey. Wo habe ich schon bessere, also gleichwertige an? Ich bin hier mal in so einer Säurepfütze gestorben, weil ich nicht wusste, dass das eine Säurepfütze ist. Ich bin hier mal in so einer Säurepfütze gestorben. Ah, hier ist so ein Junkpile. Hier ist noch ein Scrap. Auch noch mit, dann können wir auch wieder rausgehen, würde ich sagen. Ja.
So, jetzt dürfen wir noch 5 Minuten haben, oder? Eine. Nein, gar Nichts. Jetzt keine. ist Feierabend. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Party gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.